Sie sind klein, sie sind hinterlistig und sie sind furchteinflößend. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir unsere Top 10 der schlimmsten Parasiten der Welt. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste betrachten wir einige der ärgerlichsten, unangenehmsten und fiesesten Parasiten, die auf der ganzen Welt zu finden sind und die entweder Menschen oder Tiere befallen. Nummer 10. Toxoplasma gondii alias Gedankenkontrollkäfer. Nach einigen Schätzungen hat dieser mikroskopische Organismus bereits bis zu 50% der Bevölkerung infiziert. Seid beruhigt, dieser Parasit wird nicht die Welt erobern und die Menschheit versklaven. Wenn wir über Gedankenkontrolle sprechen, meinen wir, dass das Toxoplasma gondii die Fähigkeit hat, das Verhalten zu beeinflussen. Die Forschung hat gezeigt, dass es eine Rolle bei psychischen Erkrankungen oder unberechenbarem Verhalten bei Menschen spielen kann, aber diese Ergebnisse sind alles andere als schlüssig. Bei Ratten ist das Ergebnis jedoch eindeutiger. Studien haben gezeigt, dass infizierte Ratten auch in der Nähe von Katzen deutlich weniger ängstlich sind und das veranlasst Wissenschaftler dazu zu überdenken, wie der Parasit unsere Entscheidungen beeinflussen könnte. Nummer 9. Dermatobia hominis alias Dasselfliege. Diese besonders unangenehme kleine Kreatur, die von Mexiko bis nach Mittel- und Südamerika gefunden wurde, stellt zwar keine ernsthafte Bedrohung für eure Gesundheit dar, lässt aber eure Haut krabbeln. Buchstäblich. Schon über Dasselfliegen nachzudenken reicht aus, um jemanden den Magen zu verdrehen. Die Dasselfliege legt ihre Eier auf Moskitos und wenn die Mücke zubeißt, kuscheln sich die Eier in die winzige Fleischwunde. Dort schlüpfen und wachsen sie heran, essen das Fleisch und erzeugen schmerzhafte, eitrige Wunden, bis sie sich schließlich als ausgewachsene Larve aus der Haut herausarbeiten. Wenn man infiziert ist und man genau hinsieht, kann man sie sehen, wenn sie sich unter der Haut bewegen. Toll! Nummer 8. Afrikanische Trypanosomiasis alias Schlafkrankheit. Die Schlafkrankheit ist eine verheerende Krankheit, die vor allem in Afrika südlich der Sahara jahrzehntelang ihr Unwesen trieb. Diese Parasitenkrankheit, die durch den Stich der Tsetsefliege verbreitet wird, ist besonders heimtückisch, da sie oft bis zum fortgeschrittenen Stadium kaum Anzeichen zeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist das zentrale Nervensystem des Wirts bereits gefährdet. Obwohl sie in der Anfangsphase einfach zu behandeln ist, wird sie oft für eine Erkältung oder eine Grippe gehalten. Nachdem es das zentrale Nervensystem erreicht hat, treten Krämpfe, Verwirrung und unberechenbares Verhalten sowie extreme Erschöpfung und Schlafunfähigkeit auf. Das nennt man wohl Ironie. Unbehandelt kann die afrikanische Trypanosomiasis tödlich enden. Nummer 7. Symmotoa exigua alias Zunge essende Seeassel. Symmotoa exigua ist ein kleines Krebstier, das über die Kiemen in Fische eindringt und sich dann an der Zunge festsetzt. Von dort beginnt es, wie angekündigt, die Zunge zu zerfressen und sie dabei effektiv verschwinden zu lassen. Wir sollten uns alle als überaus glücklich schätzen, dass dieser spezielle Parasit nur auf Fische und nicht auf Menschen abzielt, weil es wie in einem Horrorfilm ist. Andererseits sind wir selbst gegen Angriffe von in Wasser lebenden Parasiten nicht gerade immun. Vandalia cirrhosa ist ein kleiner parasitischer Wels, der dafür bekannt ist, durch die Harnröhre in den Penis von Männern zu schwimmen. Daher schnüren sich die Männer traditioneller Kulturen im Amazonasbecken die Vorhaut mit einer Schnur zu, wenn sie ins Wasser gehen. Sowas. Nummer 6. Onkozerkose alias Flussblindheit. Schon wieder Fliegen, aber diesmal in Afrika und Teilen Lateinamerikas. In diesem Fall wird der Parasit durch Kriebelmücken übertragen, von denen man weiß, dass sie in fließenden Gewässern brüten. Daher sind Menschen, die auf natürliche Wasserquellen angewiesen sind, am häufigsten betroffen. Wenn der Wirt mit Onkozerkose infiziert wird, bekommen sie einen extrem juckenden Ausschlag und wenn der Zustand fortschreitet, Hautveränderungen und Augenerkrankungen. Unbehandelt kann der Parasit zu dauerhafter Erblindung führen, weshalb der Zugang zu einer Behandlung so wichtig ist. Nummer 5. Wuchereria bancrofti.
Mücken sind ein wichtiger Teil unseres globalen Ökosystems und dienen vielen kleinen Raubtieren als wichtige Nahrungsquelle, aber sie verbreiten auch eine Menge Krankheiten auf den Menschen. Sie sind das perfekte Transportmittel für lymphatische Filariosen. Winzige Würmer, Wuchereria bancrofti ist die häufigste, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, deren Wirkung auf den menschlichen Körper jedoch deutlich spürbar ist. Lymphatische Filariose kann sowohl zu Lymphödemen, einer Schwellung der Arme und oder Beine, als auch zu Elephantiasis führen, was zu einem massiven Wachstum der Arme, Beine, der Brüste und der männlichen Genitalien führt. Aber glaubt uns, nicht auf eine gute Art und Weise. Nummer 4. Ampulex compressa alias Juwelwespe. Dies ist ein weiterer Parasit, der einen dankbar macht, ein Mensch zu sein und somit ein ungeeigneter Wirt. Kakerlaken haben da weniger Glück. Während einige Parasiten den Wirt einfach befallen und ihre Auswirkungen auf ein Minimum beschränken, wählt die Juwelwespe die Kakerlake aus und macht sie zum Sklaven für den Rest ihres kurzen, elenden Lebens. Die Wespe injiziert ihr Gift direkt in das Nervensystem und führt dann die hilflose Kakerlake an der Antenne herum wie ein Hund an der Leine. Zurück in ihrem Bau legt die Wespe ihre Eier und die Kakerlake dient als lebendiger Inkubator für die Wespenlarve, die sich schließlich von innen heraus ausfrisst. Nummer 3. Plasmodium falciparum alias Malaria. Nur wenige Parasiten bekamen mehr Aufmerksamkeit oder hatten einen größeren Einfluss auf die Menschheit als dieser. Plasmodium ist eine Familie von einzelligen Parasiten mit zahlreichen Untergattungen. 5 davon zielen auf Menschen ab. Während bekannt ist, dass 4 davon Malaria verursachen, ist der Schweregrad der durch 3 Stämme verursachten Krankheit relativ gering. Dann gibt es Plasmodium falciparum, die 4. Art des Killers und die fruchtbarste Malariaquelle. Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr etwa 500.000 bis über 1 Million Menschen an Malaria, wobei fast jeder Todesfall auf den Stamm von Plasmodium falciparum zurückzuführen ist. Nummer 2. Leishmanien. Parasiten können den menschlichen Körper auf vielfältige Weise schädigen, doch nur wenige sind so sichtbar wie eine Leishmaniose-Infektion, die durch Sandfliegen verbreitet wird. Die kutane Leishmaniose erzeugt große Geschwüre auf der Haut, die jedes Körperteil betreffen können, einschließlich Mund und Nase. Obwohl diese Infektion schmerzhaft aussieht, weiß man, dass die Wunden, Klumpen und Krusten nicht besonders empfindlich oder schmerzhaft sind und normalerweise gut heilen. Also okay, oder? Aber es sind die inneren Auswirkungen von viszeraler Leishmaniose, um die man sich wirklich Sorgen machen sollte. Ohne Behandlung der Leishmaniose schwillen die Leber und Milz an und das führt zu einer signifikanten niedrigeren Blutzellzahl. Es kann tödlich sein. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Nummer 1. Negleria fowleri alias hirnfressende Amöbe. Man kennt sicherlich die Horrorgeschichte über diesen Parasiten. Während die meisten der heute diskutierten Parasiten behandelt werden können, ist keine Heilmethode oder wirksame Behandlung einer Negleria-Infektion bekannt. Aus diesem Grund sind vorbeugende Maßnahmen wie regelmäßige Wasseruntersuchungen von natürlichen Gewässern, in denen Menschen regelmäßig baden gehen, von so großer Bedeutung. Bei nasaler Inhalation kann es zu einer zerebralen Infektion kommen, die als Negleriasis bekannt ist und die den Wirt normalerweise innerhalb 2 Wochen tötet. Um eine Infektion zu vermeiden, schwimmt man am besten nur in warmen Süßwassergewässern, von denen man weiß, dass sie regelmäßig getestet werden, und vermeidet bitte ein versehentliches Einatmen durch die Nase. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland.